Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Gameplay. Ja, in der letzten Folge haben wir das neue Bohrer-Rig, denke ich, hoffe ich, erfolgreich aufgehängt und angeschlossen. Wir werden das aber jetzt testen und für die, die jetzt nicht kontinuierlich mitschauen, hier zufällig reinschneien, eine kurze Erklärung. Wir haben hier im Keller unter unserer Base eine kleine Hirntunnel gebohrt, einen relativ großen. Und da unten ist unser Bohrer-Rig, dieses vierarmige blaue Monster. Das hat diesen Kanal hier gebohrt. Und das haben wir mit diesem Kolben hier gemacht. Aber irgendwann stößt man natürlich hier mit der Kolbenlänge an Grenzen. Deswegen habe ich dann hier eine Zwischenplattform jetzt gebaut und habe von hier aus die Zu- und Ableitungen für Erzableitung ist das Graue und für Komponentenzuleitungen zu diesem Speicher hier ist das Blaue, damit wir nicht immer ganz hochfliegen müssen, wenn wir hier unten irgendwelche Komponenten brauchen. Und das Bohrer-Rig war natürlich ursprünglich hier aufgehängt an diesem mittleren Teil, der oben mit einem Rotor verbunden ist, ist jetzt neu. Und damit wir dieses Neue hier bauen konnten, ohne dass uns das Rig hier irgendwie abhanden kommt, nach unten fällt, habe ich das über so eine Hilfskonstruktion hier links, rechts mit zwei Verbindern verbunden. Und was wir jetzt heute machen wollen, ist, also wir sehen schon, der Verbinder ist waagerecht, weitestgehend waagerecht, setzt auf. Das ist wichtig, damit alle vier Bohrerarme tatsächlich sozusagen gleichmäßig im Gestein bohren. Ich hatte ganz am Anfang, als ich das Rig gebaut habe, nicht aufgepasst und da war hier der Spalt war ein bisschen ungleichmäßig, sprich, das war an der einen Seite deutlich weiter unten als an der anderen Seite. Es hat also hier am Verbinder nicht viel Radio Store ausgemacht. inbound. Nicht viel ausgemacht, aber so, ja, ich sag mal eine Handbreit war es schon. Aber dadurch, dass die Arme hier, die Bohrerarme relativ weit auskragen, hat es dann eben doch dazu geführt, dass der eine Arm, letztendlich einer der Arme, tief im Gestein war und der gegenüberliegende im Prinzip fast gar nicht. Und die beiden anderen, die in 90-Grad-Winkel dazu gestanden sind, noch ein bisschen. Das hat dann dazu geführt, dass dieser eine Arm, der tief drinnen war, im Prinzip die ganze Arbeit gemacht hat. Und das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders, weil wir brauchen nicht vier Bohrerarme, wenn im Grunde genommen nur einer wirklich arbeitet und das Gestein abschürft. Ne? So, deswegen versuche ich jetzt hier so sehr darauf zu achten, dass das hier waagerecht ist. Und das scheint es auch zu sein. Wenn wir also hier reinschauen, dann sehen wir, dass das hier schon waagerecht ist. Es ist seitlich versetzt. Es ist jetzt seitlich ein bisschen versetzt. Das war vorher genau relativ gut übereinander. Aber das seitlich versetzt bedeutet ja nur, dass der eine Bohrer jetzt ein bisschen mehr in die eine Wand reinbohrt, als auf der einen Seite. Das heißt, unser Zylinder, den wir jetzt hier rausbohren, der wird jetzt ab jetzt ein kleines bisschen verschoben sein um dieses Ding. Und ich glaube, das können wir vernachlässigen. So, der lange Rede, kurzer Sinn als Erklärung. Das Ding ist verbunden hier und das Ding wird es dann letztendlich rotieren. Genau genommen wird es rotieren um diesen Block hier, rotiert das Ganze. Da oben sitzt also da, drüber sitzt der Rotor. Diese zweite Schiene hier war noch dazu gedacht, dann eben das Bohrer-Rig erweitern zu können, die Kolbenkonstruktion erweitern zu können. Habe ich jetzt nicht umgebaut. Jetzt bei der Gelegenheit gleich hier mittig machen können. Aber okay, was soll's? Ich habe es jetzt einfach so mal lassen. Es hat funktioniert. Das ist verbunden und wir lösen jetzt diese Hilfskonstruktion. Und jetzt kommt der spannende Moment, ob das Ding hängen bleibt. Und der zweite spannende Moment, zack, jetzt zackt es nach unten.
Das ist jetzt noch nicht so das Problem. Die Frage ist, ist es jetzt noch in der Waagerechten? Und ich denke ja. Und es hängt an dem. Und ich würde jetzt auch den zweiten hier noch lösen. Das ist der da drüben. Und dann hängt es nur noch am mittleren. Und da sollte es auch hängen bleiben. Ne? Muss dann nur an den Verbinder rankommen, irgendwie. Gar nicht so einfach jetzt. So, und dann lösen wir den auch. Und dann hängt es nur noch am mittleren. So, und an dem hängt es jetzt. Und wichtig ist, dass es weiterhin waagerecht hängt. Und ich denke, das ist der Fall. Wenn man da so reinschaut, das schwingt halt jetzt ziemlich heftig. Ah ja, eins müssen wir noch machen. Wir müssen bei den neuen Kolben noch und beim Rotor noch einstellen, dass die das, den Trägheitsvektor teilen, damit das Schwingen unterbunden wird. Der weiterentwickelte Rotor. Gut, den einen haben wir noch da oben. Und das hier ist der zweite. Dann nennen wir den jetzt weiterentwickelter Rotor unten. Den anderen werden wir eh abbauen. Unten. Und der dürfte jetzt keinen Trägheits. Da machen wir mal die Rotorsperre gleich an. Und der teilt jetzt, der Trägheitsfensor ist nicht geteilt. Okay, aber jetzt sollte er teilen. Und dann teilen wir das hier. Und bei allen Dingen auch. Ich habe das mal nicht einzeln gemacht, sondern tatsächlich im Block eingestellt für alle. Und dann hat mich das Ding getötet irgendwie. Kolben, wo ist er? Da ist er. Also deswegen stelle ich das jetzt einmal so immer einen Kolben nach dem anderen ein. Ist ein bisschen umständlicher, aber ich hoffe sicherer. Dieser berühmte Klang, der einem dann irgendwie tötet. Irgendwo entstehen da Spannungen, die sich dann entladen und die einem so beschleunigen, dass man im Prinzip getötet wird. Keine Ahnung, was da die technischen Details sind. Es gibt habt ihr sicher schon gesehen, vielleicht aber wer es noch nicht kennt. Es gibt ja auch bei YouTube alle möglichen Videos, man kann irgendwelche Antriebe damit bauen, indem man solche Kolben, diese Spannung irgendwo nutzt und dann durch das Entspannen ein bewegliches Konstrukt im Prinzip in eine Richtung beschleunigt. So, ja, also, wir müssen im Prinzip. Und wir können das hier unten steuern, denke ich. Wir gehen da mal rein und sagen als erstes, wir wollen unser Bohrerrig anschmeißen. Das müsste noch oben da sein. Das ist ja noch unverändert. Macht eine Menge Krach. Und jetzt können wir den Rotor. Und zwar den unteren Rotor, weiterentwickelter Rotor unten. So sehe ich den nicht. Weiterentwickelter Rotor. Weiterentwickelter Rotor unten. Ja, weil ich den Rotor gelöscht habe. Okay. So, den können wir, da können wir jetzt die den, es leckt ein bisschen, Drehmoment, Bremsmoment, Geschwindigkeit. Und das stellen wir auf 0,5. Schalten wir die Rotorsperre aus.
passiert noch nicht. Könnte daran liegen, dass man jetzt hier im Gestein sind? Ne, nicht wirklich. So, das Ding ist nach wie vor versetzt. Ich schaue nochmal sicherheitshalber. Aber es ist immer noch waagerecht. Okay, also das passt. So, der weiterentwickelte Rotor hier, der sollte eigentlich sich drehen. Das Problem ist wirklich so ein bisschen bei den Rotoren, dass wir hier nicht, dass wir keinen Zugang hat. Das ist ein bisschen schade, dass man einen direkten Zugang hat zum Rotor. Wir können uns aber hier einfach ein Panel bauen, Bedienpanel. Einmal hier und ich brauche das. Jetzt bin ich in der 8. Dahin. Im Grunde genommen können wir es uns sogar daran bauen, direkt, wenn wir wollen. Habe ich alles, was ich brauche? Ja, ich habe alles, was ich brauche. 95. Na komm, wir holen es uns nochmal hier und schweißen es fertig. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Gut, also man muss sich da ein bisschen behelfen, indem man dieses Panel hier, und dann ist man eben nicht direkt im Rotor, sondern man muss sich den tatsächlich noch hier in der Ding suchen, aber man kann dann direkt sehen. So, Rotor, weiterentwickelter Rotor, und den würde ich dann tatsächlich umbenennen in Rotor unten, damit ich den über Rotor dann auch finde. So, gut, und wenn ich jetzt hier sage, Rotor sperre aus, dann müsstest du eigentlich rotieren. Tust du nicht. Bin ich vielleicht am falschen? Wenn ich jetzt hier sage 0,9009, der dreht sich, das ist der obere. Und wenn ich den hier, der dreht sich nicht. Ah, weil der aus ist. Block umschalten? Nee, der ist an. Block ist an. Da. Schnellzugriff auf und anzeigen. Benutzerdaten. Sicherheitsentriegelung 5 Meter. Der Rotorkopf ist dran. Ich mache das mal auf 0,2 sicherheitshalber. Das Drehmoment kann ich auch jetzt nicht wirklich so weit erhöhen. Bremsmoment können wir ein bisschen erhöhen, damit er schneller bremst, falls mal nötig. Aber Geschwindigkeit ist klar. So, Rotor. Tust nix. Du tust nix. Du bist aber fertig geschweißt. Und der Rotorkopf ist auch fertig geschweißt. Und die Weiche drüber, wo du dranhängst, ist auch fertig geschweißt. Ja, also warum funktionierst du nicht? Das meine ich mit kleinen Überraschungen, die man immer wieder erleben kann.
Auch, ja, wir haben hier noch die Dinger, die halten natürlich über Magnetkräfte das Ding hier. Das heißt, das müssen wir wegtun, das halt, die halten den. Okay. Das sind so die Kleinigkeiten, die man beachten und wissen muss. Klar, ich denke, daran liegt es. Also, wir werden es aber gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich packe jetzt erstmal unser Inventar da rein, damit wir. Ups. So. Nichts übrig geblieben. Nein. So. Und jetzt machen wir nochmal einen Anlauf mit der Rotation. Ja, okay. Muss man einfach nur wissen, die halten das. Die beiden Verbinder, die haben uns da gehalten. Denke ich. So, wenn wir jetzt da reingehen und sagen Rotor, dann haben wir den weiterentwickelten Rotor unten. Und wenn ich da jetzt die Rotorsperre ausschalte, tut er immer noch nichts. Tja, woran liegt's? Drehmoment ist da, Bremsmoment ist da. Ober- und Untergrenze haben wir keine festgelegt. Abstand. So, dann machen wir die Rotorsperre und ich mache mir das Trägheitsmomentteilen raus. Vielleicht liegt es da. Ja. Daran liegt's. Okay, interessant. Geschwindigkeit, das sollten wir jetzt aber deutlich langsamer machen. Wir schauen mal, wie schnell ist er denn? Ja, das ist immer noch ein bisschen zu schnell. Wir machen noch 0,05, 0,05 für den Anfang. Wir können es immer hochsetzen. Wir können das immer hochsetzen. Und ich würde ihn andersrum drehen lassen. Ich würde ihn minus mit minus 0,05. Punkt. Minus 0,05. So, okay. So, und Rotorsperre aus. Und ich glaube, ich muss das Bremsmoment wieder zurücknehmen, sonst schwingt er sich so auf. Wenn ich das Bremsmoment da runter nehme, auf. Eigentlich braucht er gar nicht. Ja, sollte schon ein bisschen bremsen. Ja, oder auch nicht. Besser? Ja, jetzt dreht er. Okay. Jetzt dreht er. Genau. So. Die Rotoren sind jetzt nicht, die Bohrer sind nicht wirklich weit im Ding. Wir haben 9 Kolben. Und die können wir jetzt auch benennen. Die müssen wir benennen, damit wir die Kolben Rig 01 nenne ich die mal. Und die benenne ich jetzt durch, damit wir dann die in einem Stück bearbeiten können. Kolben Rig 02.
4. Fünf. Am Ende müssten es 9 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vielleicht habe ich mich auch verzählt. 06. Ja, ich glaube, ich habe mich um einen verzählt. Oder ich habe einen auslassen. Und 7 und 08. Damit einen vergessen. 8. Schauen wir mal. Kolben Rick. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, du müsstest jetzt eigentlich die 8 sein. Unterstrichen die 8. Ach, ich habe das Doppelpunkt. Tipper, aber ist jetzt auch egal. Und wenn wir jetzt Kolben sagen, dann kriegen wir die 8 Kolben. Das sind tatsächlich nur 8, scheinbar. Okay. Gut, und da können wir jetzt die Geschwindigkeit auf 0,02 setzen. Wir müssen sie, denke ich, eingeschaltet sind sie eh. So, und jetzt hört man auch schon, jetzt fahren die ins Gestein. Und fördern. Und das müssen wir jetzt noch checken, ob oben Erz ankommt in unseren Containern. Das können wir gleich checken, wenn wir unsere Energie holen. Schubidu. So, dann checken wir das doch hier kurz mal und sagen Raffinerien. Ja, da kommt Gestein an, weil die Raffinerien laufen schon. In den Erzförderdingen kommt Gefracht. Erz wird erstmal noch nichts ankommen, weil diese Raffinerien das zu schnell wegsaugen. Die Raffinerien sind ja jetzt auf 10-facher Geschwindigkeit, das heißt, die ziehen ziemlich schnell weg, das Gestein. Aber gut. So, die Kolbenkonstruktion können wir dann komplett abbauen. Die können wir komplett abbauen hier. Und dann müssen wir mal schauen, was wir aus dieser Plattform hier machen. Jetzt schauen wir, müssen wir bloß mal hier unten die Hilfskolben können wir auch abbauen, denke ich, die brauchen wir auch nicht mehr. Der rotiert ja nicht. Moment. Da haben wir ein Problem, wieso rotierst du nicht? Erstmal die Kolben wieder auf ausschalten, dass die aus. Und jetzt können wir hier mal den Rotor. Oder wir fahren die mal. Na, das sind auf. Ach so, der zeigt es nicht hier an. Ja. Ich kann die jetzt mal hochfahren. Okay, der sollte eigentlich hochfahren. Hier der Kolbenrick 08 sollte eigentlich hochfahren. Wieso fährt der nicht hoch?
alle aus ist. Okay. Okay, und ihr seid. Aha, gut. Also, wir sagen hier mal ganz sachte und wir fahren die alle ganz hoch. Wir fahren die alle mal hoch. So. Und jetzt raus. Genau. So. Und jetzt sagen wir hier sicherheitshalber gleich wieder minus 0.01. So, damit die wieder runterfahren, wenn wir es einschalten. Jetzt kommt der Rotor. Die Rotorsperre ist aus. Und du solltest rotieren. Der steht irgendwo steht. Ah ja, hier. Shit. Unsere Konstruktion steht hier noch an. Okay. Wir müssen die Kolben hier abbauen. Jetzt, das war jetzt ein bisschen blöd. So, und dasselbe haben wir hier nochmal. So, dann können wir die Konstruktion gleich wegbauen, ist ja klar. Erstmal bis zu der Höhe ist jetzt okay. Die nehmen wir auch weg. So, dann sollte hier nichts mehr passieren. Und wir sehen, das Ding rotiert jetzt sachte. Okay, passt. Und wir können dann die Kolben wieder einschalten. Kolben. Die hier. Okay. Dann fahren die jetzt langsam runter. Und jetzt sollten hier. Ich nehme das auch mal weg. Das können wir lassen. Okay. Und jetzt sollten die Bohrer langsam wieder ins Gestein fahren. Ja, da haben wir jetzt natürlich eine ziemliche Kante reingefräst hier, weil er da gestanden ist an der Stelle. Aber das ist halb so wild. Das ist halb so wild. Ja, ja. Genau. So. Und hier sieht man an der Stelle, dass er tatsächlich eben tiefer reingeht. Weil, so mal schauen, kollidiert der oben mit diesem Ding hier. Nicht wirklich, aber wir fahren doch den Kolben hier einfach ein kleines bisschen schneller aus. Moment, habe ich mich da getäuscht? Kolben, ich glaube, ich habe die Kolben in die falsche Richtung. Ich habe die auf Minus gestellt. Ich döde die. Ja. Die müssen natürlich auf Plus sein. 0,2. Ups. Jetzt fahren die runter statt hoch. Ja. Jetzt fahren die runter.
schnell. Ja, weil der hier zu schnell ist. Den habe ich auf 0,3 gestellt. So, 0,02. Und dann kannst du wieder an. Gar nicht so einfach, bis das alles im richtigen Ding zusammenspielt. Ne? Da darf man nichts übersehen. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert oder ob er hier zu hoch ist. Weil hier scheint er mal schon ziemlich tief drin zu sein. Ja, ich glaube, jetzt sind wir noch zu tief. Wir fahren den noch ein bisschen hoch. Die sind jetzt schon relativ tief im Gestein hier drin. So, ich glaube, jetzt kriegen die das hin, wenn die jetzt da ansetzen, dass die langsam sich da reinarbeiten ins Gestein. Ja. So, jetzt können wir den letzten wieder auch triggern, dass der auf 0,02. Ich denke, jetzt kommen die Bohrer zurecht mit der Tiefe. Und mit dem Vorschub. Kommt jetzt die Lücke ein bisschen, da müssen sie rüber, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, Energy Low, aber wir können hier unten im Cockpit tanken, falls nötig. Ja, da sind jetzt natürlich diverse Hügel drinnen, da müssen wir jetzt einmal schauen. Ich würde es jetzt einfach mal gleichmäßig durchlaufen lassen, in der Hoffnung, dass die Bohrer das jetzt alles schaffen, also die Kämme auch, die Erhebungen noch mit abschleifen, dass die das noch schaffen, weil dann sind wir wieder im Flow sozusagen und dann können diese ganzen Kolben jetzt in aller Ruhe ausfahren und wir machen dann Strecke nach unten. Irgendwann brechen wir natürlich unten durch den Asteroiden raus, das ist auch gewollt. Im Prinzip bohren wir jetzt ein Loch durch den gesamten Asteroiden durch. Aber das ist durchaus gewollt, weil ich möchte das Ding im Prinzip auch aushöhlen. Ist so ein bisschen Spleen von mir, ehrlich gesagt. Das Ding und dann im Prinzip als Base, als innenliegende Base auszubauen. So, jetzt ist die Frage, kommt er hier nochmal drüber oder nicht? Der ist da schon relativ tief drinnen. Ich schaue mal kurz die anderen. Bohrer haben alle noch keine Probleme. Der auch. Das ist auch okay. Das ist auch die Frage, was hier dann passiert. Bei dem hier. Ja, da müssen wir möglicherweise noch mal ein bisschen neu ansetzen. Wir schauen mal. Aber das schafft. Wir tanken mal schnell Energie. Bis wir dort sind.
So. Ja, ich glaube, da kommen die nicht drüber. Da kommen die nicht drüber. Da sind wir schon zu tief drinnen. Shit. Da müssen wir noch mal, da müssen wir noch mal ein bisschen höher hier. Ja, wir müssen dann beim nächsten Mal tatsächlich hier ein bisschen warten. Ich denke, ich muss das jetzt einfach mal die Kolben mal ausschalten. Die mal kurz ausschalten, dass die nicht weiter vortreiben. Bis wir hier das Eck abgeschliffen haben, bis die einmal hier durch sind. Hier und da drüben auch, bis die wieder die Vierteldrehung dann hinter sich haben. Aber sie drehen relativ waagerecht. Das ist positiv, dass die waagerecht drehen. So, jetzt schauen wir mal, wenn dieser Ast hier über diesen Kamm drüber kommt, dann ist die Sache erledigt. Dann sind wir vielleicht mit dem 0,2 für die Kolben auch ein bisschen schnell. 0,02 bei 8 Kolben sind es. 1,6 Meter pro Minute. Das ist vielleicht ein bisschen viel auch. Alle auf aus, okay. So, die Geschwindigkeit, dann stellen wir die doch mal auf 0,01. Okay. So, und jetzt warte ich noch, bis die einmal hier drüber sind, ob die den Hubbel hier schaffen, ob sie da drüber kommen. Alle. Das ist bei allen dasselbe Problem. Ich denke ja. Aber dann können wir hier den Vortrieb wieder einschalten und dann sollte das auch funktionieren wieder. Ja, also so haben wir im Prinzip das ganze Loch gebohrt. Wir brauchen hier noch mehr Beleuchtung, deutlich mehr Beleuchtung. Und der Vorteil in Anführungszeichen, also man sieht jetzt, wenn man das Bohrerrig einmal hat, dann ist es eigentlich vom Aufwand nicht mehr so dramatisch, auch um Leitungen nachzuziehen und die Kolben umzusetzen und so weiter, ist das jetzt nicht der Riesenaufwand, in Anführungszeichen.
Und der Vorteil ist, wir bohren ein großes Loch, das ist das eine, in dem wir unsere Base irgendwie reinpacken können, aber wir fördern auch jede Menge Gestein und haben im Prinzip keine Sorgen bezüglich Eisen, Silizium und Nickel, weil das im Prinzip über diese Gesteinsgeschichte in endlosen Mengen anfällt. Und über den Schotter, das darf man nicht unterschätzen, über diese Verarbeitung des Schotters mit diesen Schotterraffinerien, die uns dann wiederum die normalen Erze, und zwar flächendeckend, zwar in ganz kleinen Mengen nur, pro Kilo, weiß ich nicht, ein Promille oder sowas, also verschwindend geringe Mengen produzieren, aber auf die große Menge an Schotter, die wir jetzt hier produzieren, und jetzt können wir tatsächlich einschalten, fehlt da einiges an und das darf man gar nicht unterschätzen. So, jetzt gehe ich mal wieder auf Vorschub. Genau, jetzt fahren die wieder ins Gestein rein und das sollte jetzt passen. Das sollte jetzt passen. Ja, also über diese Schiene gewinnen wir natürlich auch jede Menge Ressourcen. Und zwar nicht nur jetzt die direkten Ressourcen, die wir aus dem Gestein gewinnen, in Anführungszeichen, also Eisen, Nickel und Silizium, sondern eben auch indirekt über den Schotter dann die anderen Erze. Und das ist schon auch nett, obwohl es nur ganz kleine Mengen sind, ist es auch eine Größenordnung, die schon dann bei den Mengen, die wir jetzt hier verarbeiten, ins Gewicht fällt. Also das ist, ich sag mal, durchaus eine Größenordnung, die wir mit unserem kleinen Miner auch ermeinen können. Also irgendwie bin ich noch zu schnell hier mit dem Vortrieb, deutlich zu schnell. Da müssen wir noch mal runtergehen. Jetzt schalten die schalten jetzt ab hier. Ne? Weil der Rotor kann jetzt gar nicht so weit rotieren. Also den müssen wir auf 0,1, 0,1, 0,5 auf die Hälfte. Da sehen wir, dass die jetzt gar nicht vorankommen. Ich fahre jetzt den immer ein bisschen hoch. Die Bohrer wieder frei werden. Ja, den kann ich jetzt gar nicht mehr so weit hochfahren. Mal schauen, reicht uns das? Sind die Bohrer, kommen die da rum? Ja, so halbwegs. Die machen sich jetzt gerade so halbwegs frei. Okay, also ich muss das auf die Hälfte reduzieren, auf 0,005. Ich hätte mir den Wert merken sollen vom letzten Mal, das habe ich gepennt. So, wie gesagt, lass die Bohrer jetzt nochmal die Viertelrunde drehen. Und schauen wir mal, ob die den Kamm hier da dann auch gebacken kriegen. Da oben sieht man, da ist er noch am Blitzen. Das heißt, da hat er noch ein Problem. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn das hier ein bisschen Aufwand kostet, das Ganze jetzt wieder sauber. Es ist jetzt ein bisschen chaotisch hier. Ich hätte mir den Vortriebswert der Kolben einfach merken sollen. Ich dachte, der ist auf 0,01, aber er war doch geringer. Ich denke auf 0,005 oder sowas, auf nur die halbe Strecke, für kontinuierlich bei 8 Kolben. Und dann läuft es eigentlich recht smooth hier ab und fördert kontinuierlich das Erz. Wir können mal ganz kurz oben
reinschauen in die Herz. Aber wir sehen da, bei den Containern läuft im Prinzip nichts auf. Die Raffinerien arbeiten das alles in Time weg. Ne? Also alles, was hier am Gestein kommt, arbeiten die Raffinerien weg. Und okay, das ist auch erstmal okay, und das würde mir auch dann eben für, also die Menge, die jetzt die Bohrer hier wegbohren, ist natürlich noch nicht vergleichbar mit der Menge, die jetzt ein großes Bohrerfeld bei einem Miner machen würde. Ja, also wenn ich jetzt ein Bohrerfeld Large Grid, was weiß ich, 10 auf 10 Bohrer habe und damit in einen Asteroiden reinbohre, dann kriege ich da wahrscheinlich eine größere Menge in Time am Gestein als hier. Wir haben hier wie viele Bohrer? Ja, ist jetzt schwer zu sagen, weil nicht alle sind zu 100% im Gestein, aber 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 8, 4 mal 8, 32. Und da unten haben wir nochmal, also wir haben 40 Bohrer vielleicht hier am Start. Das würde also entsprechen einem Bohrerfeld von 5 mal 8 Bohrer. Ja, also ich denke, da würde wahrscheinlich jetzt ein Miner bei dem man also so ein Feld von 10 mal 10 haben mit 100 Bohrern noch ja, die doppelte Menge wahrscheinlich fördern an Gestein. Das heißt also, mit 20 Raffinerien im Schnellmodus würde man das wahrscheinlich nicht ganz wegarbeiten können. Die Frage ist auch, dass die müssen im Grunde genommen aber auch nicht die Menge an Gestein hier, weil der größte Teil ist ja Erz. Also ich denke, das wird schon aufgehen. Das würde schon aufgehen. So, jetzt können wir die Kolben mal wieder anwerfen. Sicherheitshalber machen wir hier die Geschwindigkeit auf 0,005 einstellen. Und dann schauen wir nochmal, wenn wir die jetzt anwerfen, wie schnell die jetzt da ins Gestein reingehen. Und ob das jetzt, ob die Bohrer das jetzt noch gebacken kriegen. Man sieht auch, dass das Ding ziemlich stark schwingt, trotz der Dämpfung schwingt das also sehr stark, relativ stark. Die Schwingung lässt auch, denke ich, ein bisschen nach, wenn die Bohrer alle im Gestein sind. Also wenn die alle arbeiten, dann ist da scheinbar ein gewisser Widerstand. Und das führt dann dazu, dass die Schwingung ein bisschen gedämpft wird zusätzlich. Was habe ich jetzt? Irgendwie fehlt mir jetzt irgendwie. Oh, Sauerstoff, shit. Your health is low. Ja, ich weiß, und ich hoffe, ich komme da noch hin. Health critical. Ja, gestorben, schade. Mit dem ganzen Erzählen habe ich das jetzt verpennt. Ja, da sind wir ganz kurz vor Ende gestorben. Okay, sei es drum. Wo ist unser Rucksack geblieben? Ist der unten oder wo ist der? Da oben, da ist er. Da ist unser Rucksack. Wichtig ist unser Werkzeug. Ja, das war jetzt wieder blöd, mit dem ganzen Lärm wieder übersehen, dass ich hier ja, irgendwann Sauerstoff brauche statt Energie. So, wir packen das mal da rein. Kann ich das dann reinpacken? Nein, da ist es voll. Irgendwo habe ich Werkzeug. Datapads. Ich glaube, hier haben wir Werkzeuge.
Nee, auch nicht. Das muss ich mir auch noch mal ein bisschen besser organisieren. Also der ist voll. Wie schaut es da oben aus? Der ist noch nicht voll. Da habe ich eh schon mal Werkzeuge reingepackt. Okay, gut. Ja, jo, das war jetzt natürlich wieder in einer Folge gleich zweimal sterben oder in einer, ich glaube, das war in der letzten Folge, wo ich gestorben bin. Also zur Zeit bin ich wieder etwas unaufmerksam, was schnell zum Tode führen kann. So, aber dafür läuft unser Rick hier, unser Rick jetzt, glaube ich, tatsächlich smooth oder nicht? Nee, der ist immer noch zu tief. Scheinkleister. Also 0,05 ist immer noch zu tief. Zu schnell. Oder die Rotationsgeschwindigkeit ist zu fahren die mal alle raus. So, das ging jetzt aber schnell. Ja, genau, das Schiff wurde getrennt. So. Gut, also wir fahren jetzt mal mit. Punkt 02 erstmal runter. Ich muss natürlich erstmal alle Kolben nehmen. 02, 02, nehmen wir alle runter. Bis wir wieder in die Nähe des Gesteins kommen. Weil wir sind jetzt ziemlich weit hochgefahren. Sind jetzt ziemlich weit hochgefahren. Kann ich das vom Cockpit aus besser sehen? Nicht wirklich. Da hat er eine ganz schöne Kante reingefräst hier. Klar, weil die Kolben schieben immer weiter vor, der Rotor kommt immer mit, dann frisst er sich einfach nur noch rein. Ne? Wenn er blockiert. So, und jetzt setzen wir die Kolben auf. Die sind jetzt eh noch nicht im Gestein. Mit ein bisschen Glück kommt er in der Rotation noch rüber bis hierhin. Wir stellen uns hier mal drauf. Ich glaube, da haben wir am besten den besten Blick. Also das ist wirklich eine schwere Geburt, dieses Optimum wieder zu finden. Ich könnte mich da ein bisschen in den Allerwertesten beißen, dass ich mir nicht den Vorschub, der schon mal so gut funktioniert hat beim letzten Mal, für 10, da war ich glaube ich bei 10 Kolben, dass ich mir den nicht gemerkt habe, dass ich mir den nicht irgendwo gemerkt habe, sondern einfach angenommen habe, das ist 0,2 oder irgend sowas gewesen oder 0,02. Und es war scheinbar deutlich weniger.
Was haben wir jetzt? Das Blöde ist eben, dass er die Werte nicht wirklich anzeigt. Er zeigt dann eben nur noch 0 an. Sowohl beim Rotor als auch bei den Kolben zeigt er dann nur 0 an. Und ja, das ist eben ein bisschen blöd, weil man es dann später nicht mehr auslesen kann. Wenn man sich nicht merkt, was man einstellt, dann kann man es nicht mehr auslesen später. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. So, blockieren wir irgendwo schon wieder. Oder? Nee, wir stehen. Da sieht man, dass er sich ziemlich reingearbeitet hat an der Stelle. Ja, hier ist ein ziemlicher Graben rein. Wie schnell fahren die Kolben denn jetzt aus? 3,2. Naja. Okay, dann nimmt er jetzt schon wieder ein bisschen weg. Sieht man, jetzt nimmt er wieder Gestein weg hier. An der Stelle, ja. Jetzt gräbt er sich da langsam rein wieder. Aber möglicherweise immer noch zu schnell. Weil das Blöde ist, dass hier immer diese Kante kommt. Ne? Also hier läuft er erstmal wieder leer und dann läuft er auf die Kante auf. Sagen wir stoppen die Rotoren jetzt mal. Nochmal. Die Kolben. Schauen wir erst, dass er über die Kante drüber kommt. Ja, ich sollte mir jetzt wirklich dann so einen kleinen Führerstand bauen, wo ich mir das dann reinbaue. So, ich stoppe jetzt die jetzt mal. Ich sag mal Vorschub aus. Mach mal erst Strecke, dass du hier auf die Ding kommst, auf die Kante. Was wir dann auch überprüfen müssen noch ist, wenn wir jetzt die ganze Zeit Gestein produzieren, dann läuft uns natürlich oben die Bahn, laufen uns die Bahnspeicher voll. Das heißt, wir müssen dann nochmal checken, ob die Bahnspeicher da genügend Kapazität noch mitbringen. Gut, da wird, ja,
Aus dem Schotter wird erstmal noch dann, das ist auch ein Vorteil, wenn der Schotter weggearbeitet wird, weil der Schotter relativ hochvolumig ist, in Anführungszeichen, und der durch dieses Verarbeiten in den Gravel-Raffinerien natürlich dann das Volumen deutlich reduziert wird auf, was weiß ich, 1% oder 1 Promille. So, ich nehme jetzt mal die Kolben wieder in Betrieb. Das sehen wir dann gleich, wenn er auf die Kante trifft, ob das ausreichend war, die Luft, die ich ihm da jetzt gelassen habe. Wir sehen es gleich. Wir schauen Pein mal so ein bisschen rein, aber ich denke, das müsste passen. So, und wenn er die Kante schafft mit dem Vorschub, dann sollte er auch das Komplette schaffen. Und dann sind wir wieder im Normalmodus, im normalen Betriebsmodus. Und das kann jetzt dann durchlaufen, bis die Kolben hier, die 8 Kolben, wie viel sind es jetzt wirklich? Sind es jetzt 8 oder 9? 8. Bis die 8 Kolben, ich muss jetzt die 10 nochmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist Kolben 1. Das ist Kolben. Ah, okay. Ich glaube, dann habe ich doch Doppelpunkt 1. Kolben Doppelpunkt 2. Kolben Doppelpunkt 3. Doppelpunkt 4. 5. Ah, den habe ich vergessen. Der läuft jetzt auch nicht mit. Das ist dann der 9er. Das ist dann der 9er hier. Den habe ich übersprungen. Ich wusste doch, dass es 9 sind. Der 9er. So, und du bist an. Und du bist auch auf 0.002. So, dann fährst du nämlich auch aus. Das wird nochmal für ein bisschen zusätzlichen Vortrieb sorgen. Aber ich denke, jetzt kommen wir hin. Oder wir stellen es doch auf 0.001. Kolben. Tja, es ist ein bisschen Optimierung hier nötig. Also da kommt sie jetzt noch ganz gut rum, aber ich denke, hier an der Stelle ist wieder die Kante und ich bin nicht ganz sicher, ob er da drüber kommt sauber. Und wenn er mal einmal blockiert, wenn er mal stehen bleibt, weil er nicht weiterkommt, weil die Bohrer nicht mehr durchkommen, dann fräst er sich eben nur noch senkrecht rein. Ne? Und das ist dann auch nicht gut. Aber schauen wir mal, ob er jetzt da drüber rutscht. Ja, soweit so gut. Also damit hätten wir im Prinzip das Bohrerrig modernisiert. Wir haben es jetzt um einen Ding und mit neun Kolben kriegen wir fast 90 Meter. Der eine war schon ein bisschen ausgefahren, als wir um anzudocken, 3 Meter. Also wir kriegen nicht die vollen 90 Meter natürlich, aber ich würde sagen irgendwo so 85 Meter. Kriegen wir nochmal Vortrieb hier und ja,
da sollten wir dann fast durch sein. Also ich war, meine Überlegung war, ob ich nicht ein bisschen mehr ansetzen soll, damit wir jetzt mit dem Kolben Konstruktion, die wir jetzt haben, mit den neuen Kolben, dass wir tatsächlich durchstechen durch den Asteroiden. Aber naja, ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Da nicht wieder zu lange werden. Im Zweifelsfall müssen wir uns halt nochmal dasselbe wieder machen, eine kleine Plattform bauen. Dann tatsächlich nochmal ansetzen und den Rest bohren. Das können wir ja dann abschätzen. Vielleicht bohre ich dann einfach mal mit dem Handbohrer nach unten durch und schaue mal, wie weit es noch ist, bis wir unten wieder rauskommen. Weit kann es dann nicht mehr sein, oder vielleicht schaffen wir es sogar mit den Kolben, mit den neuen Kolben jetzt. Mal schauen. So, und wenn wir jetzt hier die Stufe noch schaffen, ohne dass die Bohre sich wieder fressen, dann sind wir wieder im Modus. Dann haben wir jetzt nach längerem Hin und Her den richtigen Vorschub wieder gefunden. Also es ist bei neuen Kolben ist es 0,001 am Vorschub und es schaut ganz so aus, als wäre es das. Genau. Da kommt er jetzt hin, denke ich. Ja, der oberste hat schon einen relativ hohen Ding, aber ich glaube, das schafft er. Der hier schafft es auch. Der Arm auch. Also ich glaube, das passt. Da haben wir jetzt hier immer noch diese Lücken, die wir da reingefräst haben, aber das wird es jetzt dann gleich geben. Der ist relativ tief drinnen, aber das passt auch noch. Ich glaube, am tiefsten, am meisten muss der hier noch arbeiten, aber das passt auch. Genau. Also ich denke, mit dem Vorschub der Rotationsgeschwindigkeit sind wir auf der sicheren Seite. Und jetzt müssen wir wieder Energie tanken. Und ich würde sagen, ich bohre einfach weiter. Ich lasse das mal hier einfach weiter bohren, offscreen. Ich glaube, das Bohren ist jetzt nicht so interessant, dem Rick beim Bohren zuzuschauen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut an der Stelle und ich bohre. Ich lasse das einfach mal parallel nur ein bisschen laufen und offscreen noch laufen. Und wir schauen dann einfach, ob wir durchstechen können oder nicht. Werden wir sehen. Ich stehe jetzt da dran. Interessant. Interessant. Ja. Jetzt wird ein Schuh draus. Dachte schon, ich habe mich schlafen gelegt. Ich würde sagen, dann, ja, halt, ich muss ja gar nicht rein, weil ich wollte dann noch unten ein bisschen zuschauen. Ich wollte noch unten ein bisschen das Ding bohren lassen. Einfach um nochmal ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Metalle und so weiter. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, das macht doch hier einen ganz guten Eindruck, finde ich. Ja, und er kommt jetzt gut zurecht. Mit dem Vorschub kommt er gut zurecht. Da sieht man, er nimmt immer so eine halbe Bohrer. Kopfgröße nimmt er weg. Da ginge möglicherweise noch ein Tick mehr. Aber ja, da das Ding jetzt mehr oder weniger automatisch läuft, im Hintergrund sozusagen, müssen wir uns darum gar keine großen Gedanken mehr machen. Das können wir jetzt einfach laufen lassen. Wir schauen noch mal ganz schnell, das zeige ich euch noch ganz kurz, wir schauen noch mal ganz schnell in die Erz, ins Erzinventar, ob da schon was aufgelaufen ist. Fracht, Erz. Ich vermute mal nicht. Nee, also die Raffinerien schaufeln das nach wie vor alles weg. Ohne Probleme. Ja. Und wenn wir jetzt mal schauen bei den, dann sieht man, dass die das auch wegarbeiten.
Weil wenn wir in die Bahnspeicher reinschauen, wir machen es halt so, wir schauen tatsächlich oben. Wir schauen mal auf unser Display. Für was haben wir denn dieses schöne Anzeigedisplay hier? Da können wir uns doch auf die Schnelle einen Überblick verschaffen. Ja, dann sehen wir, dass wir hier Stein 9,8K, 19, das ist das, was in den Raffinerien ist. Da ist nichts im Speicher. Und wir sehen, dass er Gravel hat er 55,8K im Moment. Und das ist die Frage, das steigt wahrscheinlich. Das heißt also, unsere Schotterraffinerien können den Schotter nicht so schnell wegarbeiten, wie er anfällt. Aber das ist auch wahrscheinlich nicht das Problem. Ja, das wächst 56,9. Das Einzige, was wir jetzt noch prüfen müssen, ist, reichen unsere Barrenspeicher aus? Gefracht Barren. Oder haben wir dann ein Kapazitätsproblem? Und wenn ich da, der ist voll, der ist voll, der ist voll, der ist auch voll, der ist voll, der ist voll, der ist noch nicht voll, aber der letzte, es ist schon der letzte und der wird im Moment aufgefüllt. Das heißt also, unsere Barrenspeicher, die werden volllaufen, wenn jetzt das Rig unten läuft und die Raffinerien laufen und das, die Gravelverarbeitung läuft, dann werden die wahrscheinlich volllaufen, denke ich mal. Das heißt, da müssen wir, wir haben aber keinen Platz mehr hier. Das ist das alte Problem. Das habe ich einfach von der Logik her, habe ich das ein bisschen falsch gemacht. Wir könnten jetzt natürlich sagen, ich breite mich in die Richtung aus, aber dann kannibalisiere ich hier die Richtung, mit, an der wir unsere Montageanlagen hier hingebaut haben. Und wenn ich da weiterbaue, die in die Richtung, dann haben wir hier unser Dock verloren, in Anführungszeichen. Gut, wir könnten da hinten nochmal eins dran bauen. Ja, also es wird so sein, dass ich wahrscheinlich zwischen den Folgen hier nochmal den Gravel-Containern, hier die beiden wahrscheinlich mit 2, 3, 4 nach vorne ziehe. Dann nochmal 4 oder 6 Container nach vorne baue. Ja. Ja, aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein, erstmal für diese Folge. Das waren jetzt 3 Folgen Bohrerrig im Wesentlichen, aber ich glaube, es war ganz interessant. Wenn ihr zu dem Konzept noch Anmerkungen habt, lasst es mich gerne wissen, was ihr dazu meint, ob das Sinn macht, ob das Quatsch ist, wie eure Meinung dazu ist, ob man das besser machen kann, ob ihr vielleicht ein besseres Konzept dazu habt schon. Vielleicht habt ihr ein ähnliches Konzept, aber das ist besser, auch möglich. Also gerne in den Kommentaren was hinterlassen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Spiel und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.